Hallo und herzlich willkommen hier zum großen Preis von Russland in Sochi. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying noch mal. Paul startet aus der Pole Position vor Max Verstappen, der von P2 startet. Jawohl. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Raikkonen, Hamilton, Sebastian Vettel und Ricardo. Ocon, Leclerc, Bottas, Grosjean und Sergio Perez. Gasly, Eriksson, Nico Hülkenberg. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Strafe, Sirotkin, Sainz Junior, Magnussen, Stoffel van Dorn und Lance Stroll. Alonso und Daniel Ricciardo vervollständigen die Startaufstellung. Alter, wie viele haben denn eine Strafe bekommen? Denk daran, der Weg bis Kurve 1 ist nicht sehr lang. Die Kurve bietet etwas Platz, aber geh keine Risiken ein. Kann sein, dass Gegner versuchen werden, dich innen zu überholen. Wir sagen, Runde 5 gehen wir rein. Okay. Für 13 Runden. Jo, machen wir. Das kriegen wir hin. Okay. So, mit Verstappen und Raikkonen im Gemisch. Ja. Schön Reifen aufwärmen, das ist wichtig. Ich hatte bislang in der gesamten Karriere, glaube ich, erst einen perfekten Start. War in, lass im Moment liegen. Ruht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Wo waren das nochmal? Ich muss mich gerade selbst nochmal zurückerinnern. Das war nicht in Australien, garantiert nicht. Das war nicht in China, das war nicht in Bahrain. In Spanien erst recht nicht. Natürlich. Auch Baku nicht. In irgendeiner Strecke, wo ich nicht mit gerechnet habe. War das wieder Österreich? Österreich habe ich mich ja zwischen hier Raikkonen und Vettel doch gedrängelt. Beide haben mich überholt und dann zwischen den beiden bin ich doch gefahren. Das weiß ich noch. Wo waren das? Belgien. Belgien hatte ich, glaube ich, den perfekten Start, oder? Nee, Belgien habe ich berührt. Ungarn nicht. Wo hatte ich diesen einen perfekten Start? Italien war gut. Italien war ein guter Start. Singapur nicht. Boah, hier ist the brain. Okay. Also. Ihr seht, Jacke an. Es ist so kalt draußen. Klar, ich trage auch nur ein T-Shirt. Kann ich mich ja eigentlich weniger beschweren. Halte die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich aufs Kuppeln vor. Jo. Gasly startet noch weiter vorne, nicht? Gasly, Junge, streng dich an. Okay. Oh. Alter. Man muss auch ein bisschen nachgeben, wenn man weiß, dass man verliert. In einem Duell. Vettel hinter mir. Oh ja, schön. Oh ja, schön. Oh. Hat Verstappen hier eigentlich schon mal gewonnen? Die Karte weiß ich. Ich habe nur nicht abgeschrieben, sonst Verstappen bin ich mir gar nicht sicher.
So oder so, wenn ich vor Bottas bin, bin ich vor Bottas in der WM-Wertung. Das finde ich krass. So, und ich mache gerade irgendwie Zeit auf Vettel gut, weil der Pfeil nicht mehr hinter mir ist. Okay, sind nur 6 Zehntel. Aber ich bin näher an Raikön als Vettel an mir. Oh. Oh. Ja, das passt schon mit dem Benzin, ey. Oh, Leute, da hat der mit dem Verstappen geholt. Lol. Am Ende der Geradenversuch ist. Oh mein Gott. Nice. Okay, wir können ein wenig Abnutzung am Motor erkennen. Seid ihr bewusst, dass wir ab sofort einen Leistungsverlust bemerken werden? Das ist nicht gut. So. Let me drive und ich sage euch, ich bin Drive. Bin Drive? Was laber ich da? 5 Zehntel habe ich gerade gesehen. Zu Raikön. Mal gucken, wie es gleich am Ende des zweiten Sektors aussieht. Oder nach dem zweiten. Mal gucken, wie es aussieht. Und mein Mund ist schon wieder trocken, ey. Box habe ich natürlich mal immer nicht geübt. Eine Sekunde, 15 gut gemacht. Gerade den Pfeil gesehen, aber auch nur ganz kurz und ganz leicht. Holen wir auf Hamilton auf, sieht aber so aus, oder? So krass, ey. So krass, ey. Das ist wirklich krass. Okay. Nähern uns dem Boxenstoppfenster. Zieht ihr die ultraweichen Knopf. Yes, Hamilton, Hamilton, Hamilton. Der Abtrieb vom Toro Rosso wird besser und besser. Reifen haben wir schon gut Abstand. 2,5 Sekunden. Wir sind 5 Zehntel an Hamilton dran. Genau, wie im zweiten Sektor hier gleich bei der DS-Zone bekommen. Da muss ich etwas. Wir haben eine zunehmende Abnutzung am MGUK. Wir müssen das fette Gemisch vermeiden, damit wir damit klarkommen. Alles gut. Fahr ich sowieso irgendwie im Rennen mit. Mit einem fetten Gemisch irgendwie. Da habe ich mich gerade leicht verbremst. Fahrer vor mir. Hamilton vor dir. Der Abstand ist scheiße. Weniger als eine Sekunde. Sie bauen ihren Vorsprung um 2 Sekunden pro Runde aus. Was? Sie fahren mit alten, überweichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 39,7. Alter. Oh, das war mal gerade noch knapp, ey. Sonst hätte ich mir meinen Frontspiegel abgemacht. Junge Hamilton, ey. Aber es war fair. Und nicht so wie mit Charles Raikön in Singapur, wo er einfach mal mich gebreaktestet hat. Und voll gebremst hat. Vollbremsen einfach mal. Jetzt ist es wieder eine Sekunde, verdammt. Einfach dranbleiben, Daniel. 2,9 Sekunden auf Raikön, glaube ich, habe ich gesehen.
Oh, wir bekommen DRS. Das heißt, mehr an Hamilton ran und weiter weg von Hamilton. Verstappen fällt auch nach hinten. Verstappen ist hinter Ocon. ...3,5 Sekunden auf Raikön. Sollte mich zwar eher nach vorne orientieren, aber muss ja auch meine Gegner im Auge behalten. Na? Wir denken, dass unser Energiespeicher wegen der Abnutzung ein wenig schlechter funktioniert. Vermeide die magere Mischung, um das Gewicht zu reduzieren. Okay, jetzt könnte es interessant werden. Diese Runde geht's in die Box. Gib uns eine gute Inlap. Ja. Komm schon, Daniel, fahr jetzt die Runde, um dann vor Hamilton zu sein. Gute erste Kurve. Plus 3 Zehntel, oh okay. Das ist eine Menge. War nicht ganz so gut. Oh. Denk an das Tempolimit. Bei einer Überschreitung erhalten wir eine Strafe. Denk daran, während du dich näherst. Ich habe gerade echt ein bisschen Zeit verloren. Aber das wird interessant. Hat Hamiltons Undercut funktioniert? So, jetzt muss ich nur auf die Geschwindigkeit achten. Ich musste leider, weil ich nicht wusste, wie schnell und wann und wo. Na, komm rein, komm rein. Force India kommt auch rein. Da sind wir. Komm, 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 komm. Teamkollege? Pierre ist in der Boxengasse. Los, fahr jetzt. Nice. Wo ist Hamilton? Wo zum Fick ist Hamilton? Hamilton ist vor uns, verdammt. Aber okay. Verdammt. Dann nehmt ihr halt nur kein zu großes Risiko ein. Überholen, wenn es geht und nicht unnötig. Alter. Was aber auch für ein Penner von Grosjean, oder? Was für ein Witzer von Grosjean. Hey, Grosjean. Bin ich vorbei? Ja. Damit bleibt es bei Platz 2. Schnellste Drittsekundenzeit. Okay. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 17. Alter. 4 Sekunden. Ey, ohne Witz, das könnten Doppelpunkte werden. Das könnten diese besagten Doppelpunkte werden. Vettel ist Dritter, ja, kann er sein. Wir kämpfen ja auch noch um den Meistertitel Hamilton und Vettel, wie in Realität. Beziehungsweise ja nicht mehr, aber haben sie ja auch.
Mal gucken, ob Hamilton hier auch Meister wird. So, 2 Sekunden auf Hamilton. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 5,2 Sekunden. 5,2, also. Einfach nur konzentriert fahren, Daniel, und dann ist gut. Ich muss auch noch auf Mager stellen. Außer ich krieg es mit Drift Coast hin. Das weiß ich noch nicht. Ich habe auch ein bisschen auf. Ich habe ihn aufgeholt. 5306. 1,9 und 5306, merke ich mir mal.